Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach die Luftfahrzeuge an jedem x-beliebigen Ort auf der Map spawnen lassen könnt. Ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr gerade mit im Kampf seid oder wenn ihr einfach Luftfahrzeuge mit Giftcast to Friends Glitch eurem Freund geben wollt. Dafür müsst ihr euch einfach nur als CEO registrieren. Und dann guckt ihr einfach mal, wenn ihr als CEO registriert seid bei den CEO-Fahrzeugen. Ja, und hier in der Liste seht ihr, haben wir jetzt 20 Fahrzeuge und davon könnt ihr wirklich jedes Fahrzeug von benutzen. Nehmt einfach ein Fahrzeug, was gratis ist und ihr müsst auf jeden Fall ganz schnell sein. Ihr müsst euer Luftfahrzeug anfordern und wenn ihr euer Luftfahrzeug angefordert habt, müsst ihr sofort auf CEO gehen, auf die CEO-Fahrzeuge und irgendein x-beliebiges CEO-Fahrzeug auswählen. Aber das muss so schnell sein, das CEO-Fahrzeug muss vor dem Luftfahrzeug spawnen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt einmal demonstrieren mit einer Laser. Also ich gehe auf die Laser, gehe wieder in das Aktionsmenü, auf CEO-Fahrzeuge und einfach irgendein x-beliebiges Fahrzeug anfordern. Ihr seht schon, der BJXL, der ist gerade angekommen. Und kurz danach müsste jetzt hier auch die Laser stehen. Und ja, das könnt ihr wirklich mit jedem x-beliebigen Luftfahrzeug machen, Leute. Und auch wirklich an jedem x-beliebigen Ort könnt ihr ja mal ausprobieren. Und Leute, ich hoffe, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.